Also ja, erstmal diese Insel hier. Und ganz ehrlich, hier brauchen wir nur Speerträger eigentlich. Nein, die müssen wir da hinstellen, weil sonst können sie nicht richtig runterpieksen. Genau, eigentlich können wir diese Welle, können wir so die ganze Welle aufhalten. Ja, ich finde Bad North ist ein ziemlich nettes Gelegenheitsspiel. Klopp, da kommt die nächste Partie. Und da saufen sie sogar alle ab. Also ja, wie gesagt, Speerkämpfer sind sehr stark, aber auch sehr situationsbedingt. Und ja, die Map ist auch nicht wirklich schwierig, wenn man sich so ansieht. Es kommen wirklich nur Schildträger. Die da teilweise nicht mal richtig Bock haben. So. Hätte nach hinten losgehen können, aber wir haben gewonnen. Ohne einen einzelnen Verlust. Ich würde sagen, probieren wir es einfach mal. Ich meine, wir haben ja jetzt Veteranen-Archer. Speerträger würden auf der Map sowieso nicht so viel bringen. So. Haben wir den Archer verloren, ist aber nicht so schlimm. Unser Schwertkämpfertrupp ist wieder aufgefüllt. Oh, da kommt doch ein Riesentrupp. Ja.
Da hat uns der Kriegshammer guten Dienst geleistet. So, jetzt können wir theoretisch bei unsere Schwertinfanterie upgraden. Das hilft schon mal. Können die Runde beenden. Können als nächstes der Insel annehmen, um dort die Local Commando zu kriegen. Ja, praktisch. Okay, wir deployen am besten alle. Bring die Schwertkämpfer dahin. Die Bogenschützen am besten hier auf das Plateau. Also die Schwertkämpfer können hier verteidigen. Die Bogenschützen hoch. Ja, man sieht unsere Schwertkämpfern. Oh, die hat's versenkt. Gut, das war ziemlich effektiver Schlag. Hier können wir super, wenn sie da kommen sollten. Okay, das wird zu knapp. Die da oben weg. Hey, new starting trade, heavy weapons. Mal gucken, was der kann. Also ja, erstmal können wir heavy weapons increased knockbacks dann. Da sollten wir auf jeden Fall sie zur Infanterie machen, dass wir zwei Schwertkämpfertrupps wenigstens haben. Hey. So. Und dann langsam gucken, dass wir da oben hinkommen. So. Wenn ich jetzt die Runde beende. Genau, fällt die Insel. Als nächstes fällt das hier, also sollte ich das hier nicht versuchen einzunehmen. Was ich noch einnehmen kann, weil es erst nächste Runde, also übernächste Runde fällt, ist hier. Da kriege ich auch ein Item. Mhm. Weil das hier ist dann danach dran. Ja. Wobei ich wahrscheinlich das hier mit Speerkämpfer und Bogenschützen alleine schaffen sollte.
wir hier oben die beiden Trupps Schwertkämpfer und die Bogenschützen. Dann kriege ich die beiden Inseln in einer Runde. Ja. Also gut, diese Insel hier soll es sein. Oh, das ist etwas unpraktisch. Aber trotzdem gut machbar. Also ja, wir probieren es nur mit euch beiden. Platziert euch hier. Platziert euch hier. Okay, das hat nicht geklappt. Wir geben also die Insel auf. Retten aber unsere Truppen wenigstens. Flat, okay. Kein heiliger Gral für uns. Gut, da waren wir übermütig. Ja, wir werden trotzdem die Insel versuchen. Gibt ja auch hier netterweise... Okay, wir müssen das Haus unten verteidigen halt. Und ja, wir können auch ein bisschen so scrollen. Oh, das ist mal ein großes Schiff. Das war die. Ja, gut, das hier klappt schon ein bisschen besser. Benutzen. Aber wenn wir die wahrscheinlich für die da hinten aufbewahren sollen.